Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu The Minish Cap Randomizer. Es geht wieder weiter. Ich bin jetzt nochmal offscreen die ganzen Kommentare von den letzten Folgen durchgegangen und habe auch nochmal an einigen Stellen gesucht, konnte jetzt aber tatsächlich erstmal keine weiteren Dinge finden. Ich hoffe, da sind wir jetzt erstmal soweit durch. Ich habe aktuell keine Ideen, was wir noch machen könnten. Wenn ihr noch irgendwas habt, irgendwelche Ideen, wo wir nochmal vorbeischauen könnten, gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Ich werde mich jetzt aber erstmal in Schloss Hyrule aufmachen. Und ich denke mal, da werden wir auch noch einige Schätze bekommen. Und hoffe mal auf noch ein paar Herzteile und vielleicht noch auf diese goldene Figur, die uns da noch fehlt, wofür wir dann vielleicht auch einen Schlüssel bekommen. I don't know. Oder wir brauchen auch noch einen Schlüssel irgendwie, ne? I'm not sure. Auf jeden Fall müsst mal irgendwie noch in diesen einen Raum rein. Was aber auf jeden Fall möglich ist, wir können jetzt das Siegel brechen, richtig? Ja, das geht auf jeden Fall. Müssen wir dafür erst nochmal in die Hall of Fame oder was? Ja, gute Frage. Ich dachte, wir können jetzt hier easy rein. Wir haben ja alles erledigt, oder? Warte mal. Ich check hier gerade nochmal kurz ab. Vielleicht das Schwert. Vielleicht ist das gerade der Grund. Nö. Okay, warte mal. Was könnte der Grund sein? Ich meine, wir haben hier alles. Kleine sind alle vorhanden. Ja, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass wir nochmal da rein müssen. Lichtfeuer kann ja auch keine Voraussetzung sein. Dann gehen wir vielleicht nochmal in die Halle der hier. Vielleicht müssen wir da nochmal das Schwert reinstoßen oder so. Schauen wir mal. So, und dann, wir wissen ja, wir können uns hier einmal komplett easy durchrollen in einem Rush. Yeah. Da muss man keine Rücksicht auf Verluste nehmen. War es hier oder war es drüben? Es war hier. Jo. Ja, ich hoffe, wir kommen jetzt überhaupt irgendwo hin. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas noch machen muss und ich weiß gar nichts davon. Yay. Das wäre doch toll. So, okay. Es leuchtet auf jeden Fall verdächtig. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich meine, naja, gut, wir können vielleicht die Schalter noch irgendwie aktivieren. Wir gucken mal, was passiert. Erstmal, lade das Schwert dort auf, wo der Boden leuchtet. So entsteht es geschrieben. Ja, und dann? Okay. Jetzt kriegen wir die Macht, Leute. Ah, hatte die auch geschrieben, ne? Ich glaube, ich sollte das machen. Jetzt ist es offiziell das Schwert der Vier. Jawohl. Kriegen wir. Jetzt müssen wir aber theoretisch noch ein anderes Item kriegen, oder? Das Windelement wurde übertragen. Die Kraft der vier Elemente wurde auf das weiße Schwert übertragen. Nun ist das Schwert der Vier. Du kannst dich jetzt vierteilen. Lädst du das Schwert mit der Energie auf, indem du den Knopf gedrückt hältst und lässt ihn dann los, feuerst du einen Strahl ab. Der versteinerte Menschen von dem Fluch des Hexenmeisters befreit. Ja. Oh. Ah, so ist das also. Ein neuer Durchgang ist geboren. Holla! Weil das heilige Schwert nun vollkommen ist, hat sich eine Tür geöffnet. Vielleicht führt sie zu dem Raum, in dem das Geheimnis der Forces verborgen ist. Link, lass uns hingehen. Na Sigi, let's go. Ja, aber mehr Kraft haben wir jetzt trotzdem nicht bekommen, oder? Oh. Nun, oh, dieses Bild aus Glas. Es scheint auf dem Ort hinzuweisen, an dem sich das Force befindet. Du bist so unglaublich naiv. Erst gibst du mir die Mütze der Wünsche und dann führst du mich her. Ich brauche euch nicht mehr. Das ist Fatih, ja? Fatih, die olle Socke. Jo. Aber theoretisch ist das ja unser erster Kontakt. Jetzt weiß ich, wo das Force verborgen ist. In Zelda? Link, wach auf, Link! Schnell!
Dieser Fadi hat sich in den König verwandelt, um das Forst zu suchen. Irgendwie hat er von diesem Ort erfahren und darauf gewartet, dass wir das heilige Schwert wieder erschaffen. Wenn die Darstellung auf dem Glasbild stimmt, ruht das Forst in Zelda. Dieser Kerl wird bestimmt versuchen, Zelda das Forst zu entreißen. Wir dürfen nicht zulassen, dass er Zelda noch mehr antut. Beeil dich, Link. Wir müssen Fadi aufhalten. Krasse Musik jetzt. Ja, richtig krasse Musik hier. Fight, Alter. Okay, gut. Können wir hier noch was machen? Nö. Reinstecken geht nicht. Ansonsten... Hier hinten ist ja auch nichts weiter, oder? Nö. Können wir noch irgendwas aktivieren? Ich glaube, das mit den Schaltern hat ja eh nichts gebracht, oder? Dü-dü. Ne, wüsste auch nicht, was das bringen soll. Okay, dann geht es jetzt bestimmt in Schloss Hyrule rein. I think so. Okay. Hallo? Ah, Link, es ist schrecklich. Fadi ist mit der versteinerten Zelda auf das Dach geflohen. Er fühlt sich ja böses im Schilde, du musst ihn aufhalten. Aber gab's es nicht noch? Es gab doch noch einen Dungeon. Wir haben doch 5 Schlüssel. Oh. Ah, okay. Wir sind direkt im dunklen Schloss Hyrule. I see. Ja, okay. Perfekt. Dann schauen wir uns das ganze Dilemma mal an. Auf der Karte, würde ich sagen. Gibt gar nicht so viele Schatzkisten. Naja, es geht. 4, 5, 6, 7, 8. 8 Schatzkisten und theoretisch die 5 Orte der Schlüssel 13. 13 Schätze müsste es hier zu holen geben. Ja, dann bin ich mal gespannt, was wir hier Schönes erhalten können. Ah, die Musik ist mega cool. So, hier könnte man theoretisch das erste Schlüsselchen benutzen, aber theoretisch haben wir ja noch gar keins. Wir bashen auch gleich mal alle Gegner weg. Denn wir wissen ja, das kann immer dazu führen, dass man irgendwo ein paar Gegenstände erhält. Es ist so geil, ne? Wie du auch immer noch in Schloss Hyrule getrollt wirst. Wunderbar. Ja, ich weiß nicht, da... Ich glaube nicht, dass da ein Schlüssel drin gewesen wäre, oder? I don't think so. So, das scheint mir jetzt hier der Haupt... Ja. Genau. Der Haupteingang gewesen zu sein. Hier gibt es auch wieder einen Schlüssel. Aber wir haben ja noch nichts bekommen. Deswegen, ich will am besten erstmal so machen, wie das Spiel es von mir verlangt. Die ganzen Nebenräume können wir ja dann auch abchecken. Oder sind es überhaupt Nebenräume? Ich meine, wir waren in dem Geschoss, glaube ich. Ja, schwer zu sagen, die Karte ist auch immer so merkwürdig. Oh Gott, ja klar. Okay. Schattencrapture. Wahnsinn. Okay. Ah, die Spiele finde ich cool. Das hatten wir auch noch bis jetzt nicht, oder? In dem Spiel. Das ist easy. Da gab es schon schwierigere, die wir gemeistert haben. Aber bis jetzt noch nicht einen Schlüssel bekommen, theoretisch. Okay, hier sollen wir uns auch wieder. Dann bekomme ich hier bestimmt einen Schlüssel. Okay. Dann machen wir das mal. Ja, das war vielleicht ein bisschen schlechtes Timing. Aber ich muss auch
Ich muss auch auf der anderen Seite lang. I see. So, zack. Da wäre bestimmt ein Schlüssel drin. Oder 5 Pfeile. Genau. Da, 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 da. Ja, okay, dann sind wir jetzt einmal rum, ne? Jo. Und ich denke mal, theoretisch müssen wir jetzt einen Schlüssel haben. So, wir haben da jetzt auch so Nebenräume. In die konnten wir aber bis jetzt nicht gelangen, oder? Ich denke mal, das ist auch vielleicht eher sowas, wo wir uns runterfallen lassen. Ah, nee. Quatsch. Ich würde jetzt aber... Ich würde jetzt, glaube ich, nicht den Raum nehmen. Ich würde erstmal den Raum nehmen. Es müsste ja theoretisch beides möglich sein. So, warte mal. Führt der vielleicht in den Keller? Oh Gott. Der hier? Es ist eine Fake-Tür. Ach ja. Geil. Ansonsten war es das hier, ne? Da oben konnten wir bisher nicht hin. Kann ich auf der anderen Seite irgendwie rüber? Ich kann hier noch nach oben, oder? Ja, hier war ich doch noch nicht. Hier war ich noch nicht. Da kann ich auch runter. Okay. Und da scheint es auch noch einen Shortcut zu geben. Frage, warte mal. Ja, genau. Erstmal Pfeife spielen. Und wie kann ich ihn besiegen? Bumerang? Kann man da was machen? Ja. Mehr du. Interessiert hier aber auch keinen. So, zack. Ist auch wieder eine Fake-Tür. Jo. Das ist eine Fake-Tür. Und hier könnte ich mich klein machen. Oh, warum? Dann könnte ich hier durch. Okay, ich wette, ich muss damit... Alter, was? Oh, kann ich die Treppe runtergehen? Ich muss mich dann bestimmt runterfallen lassen als kleiner Bimpf. Das könnte ich mir vorstellen. Und da mache ich mich wieder groß. Verlass das uns! Da scheint auch ein Item drin zu liegen. Okay. Also, Fazit ist, wir müssen uns klein machen, müssen hier wahrscheinlich runterspringen und dann können wir da in die Gefängniszelle reingehen. Und da drüben kann man sich auch irgendwie noch eine Wand wegsprengen. Ist halt nur die Frage, wie wir da hinkommen. Hefe. So. Schnell rein. Genau. Und dann mal gucken. Erstmal einen Schluck Kaffee, Leute. Erstmal wach werden. Ergibt auch total viel Sinn, hier so einen Schalter zu haben, von dem man von innen die Gefängnistüren aufmachen kann, oder? Das ist doch so sinnvoll und logisch, dass man da nicht einfach einen Schlüssel hat oder so. Oh, wir werden den König beschützen. Geh du zu Zelda, um mir zu helfen. Aber wollen wir nicht erstmal... Vielleicht gibt er uns ja ein Item. Na? Ne? Ah, Link. Du hast mich also gerettet. Aus dir ist bald ein Held geworden. Während ich versteinert war, sind im Schloss schlimme Dinge passiert. Es ist alles Fadis Werk. Ich bin der König und ich musste Fadi besiegen. Doch ich kann ihn gegen ihn nichts ausrichten. Link, du hast das heilige Schwert. Du bist unsere einzige Hoffnung. Bitte rette Zelda mit diesem Schlüssel. Kommst du aus dem Verlies? Oder gib mir einfach ein bisschen Geld. Ein bisschen Taschengeld. Bisschen was zugesteckt hier. Bis jetzt gar keine Items, die ich gerne hätte.
von irgendwelchen Herzteilen etc. pp. Ja. Schade. Ich meine, ist ja nicht mehr so viel, was uns fehlt. Sind ja nur noch... Ich weiß gar nicht, wie viele haben wir aktuell. 2 Herzteile, 6 Herzteile. Hm. Beziehungsweise 2 Herzteile, 1 Herzcontainer. Je nachdem. Und halt die eine Statue. Das ist eigentlich alles, was uns fehlt aktuell. Ist nicht so viel. So, jetzt ist die Frage. Drüben muss ich mich da runterfallen lassen irgendwie? Mich droppen lassen? Oder wie komme ich da hin? Bei hier. Ich habe zumindest bisher keine Lösung gesehen, wie ich dahin kommen sollte. Also geht's erstmal weiter. Alternativ müssen wir halt später nochmal zurückkommen, weil hier war ja auch nichts. Wir benutzen jetzt erstmal den ersten Schlüssel. Let's go. Ach ja, jetzt... Hä? Ja, jetzt sind wir doch da. Ja, manchmal löst sich alles von selber. Perfekt. Genau, jetzt sind wir da. Ah, okay. Warte mal, was muss ich machen? Einfach so, oder? Da schon mit einer Wirbelattacke machen, oder? Ich denke schon. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Gibt das Sinn? Also ich müsste hier 1, 2, 3, 4. Aber die müssten halt alle in verschiedene Richtungen gucken. Das geht doch gar nicht, oder? Deswegen ergibt das eigentlich für mich nur Sinn, eine Wirbelattacke zu machen. Oder ich muss so schnell... Hä? Gibt das Sinn? Nee, ich muss die gleichzeitig töten. Ich glaube... Nee. Mal, wie fliegt das denn, wenn ich das... Ach, es fliegt schon so. Ich muss mich so positionieren. Hä? Okay, warum hat es die ganze Zeit nicht geklappt? Alles klar. Hä? Hm.
Sprengbare Wand. Dann ist das jetzt der Raum, oder? Ja, okay. Ich erinnere mich an die sprengbare Stelle. So, was haben wir hier? Ah, es geht weiter nach oben. Da ist aber auch noch was, theoretisch. Hallo? Okay, vielleicht auch nicht. Gut, Leute, ich würde aber sagen, wir machen hier in der nächsten Runde weiter. Also hier haben wir alles erledigt. Außer da die eine Stelle, da müssen wir uns vielleicht noch droppen lassen. Da gibt es nochmal ein paar Schatzkisten. Hier gibt es nochmal sehr viele Räume. Ja, ein bisschen was erwartet uns, glaube ich, noch. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Falls ich was vergessen haben sollte, gerne in die Kommentare schreiben. Kann aber auch sein, dass ich mittlerweile mit dem Spiel dann schon durch bin. Ich weiß nicht genau, wie sehr ich jetzt vorproduziere, aber ich bin aktuell so ein bisschen wieder im Vorproduktionsmodus wegen Urlaub und so, weil es ist bald wieder so, da bin ich 2 Wochen weg und da muss ich schon ein bisschen mehr vorproduzieren. Also erst im August, aber ich bin schon dabei, ein bisschen langsam anzufangen. Na, alles klar, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.